Ich habe mir hier schon alles bereitgelegt, um das Paket zu öffnen, was gerade ins Haus geflattert ist. Das habe ich mir gerade bei Amazon bestellt, beziehungsweise vorgestern irgendwann. Und ich zeige es euch kurz, wenn das interessiert. Erstmal hier die üblichen Gutscheine für Bed & Home und Lieferando. Oh, für was zu essen, sehe ich gerade. Noch einer. Und dann sehen wir hier, wie ihr es im Videotitel schon sieht, die Stereo-Kopfhörer mit Extrabass von JVC. Die heißen da oben HARX300. Sind relativ einfache Stereo-Kopfhörer aus dem Niedrigpreissegment für 16, 17 Euro. Und haben da oben noch einen Adapter für 5¼ Zoll Stecker dabei. Der ist auch vergoldet, wie man sieht. Ich hole das mal hier aus der Folie. So sieht die Rückseite aus von der schönen Blisterverpackung. Da sieht man große 40 mm Treibeinheit für dynamischen Klang und Twist-Action-Struktur für Komfort bei längerem Hören. Das sind die ganzen anderen Sprachen. Dann sieht man hier noch die Empfindlichkeit, die ist mit 100 Dezibel und 1 Milliwatt angegeben. Hier noch ein paar Abbildungen. Hier, dass man die Ohrmuscheln schön drehen kann. Antiresonanzsystem. Hier noch die üblichen Warnhinweise. Nicht zu lange mit hoher Lautstärke hören. So, mal gucken, wie ich das hier aufbekomme. Ist ja mal wieder eine der komplizierteren Verpackungen und einhändig wird das schon gar nichts, glaube ich. Ich ziehe mal einfach Eier. So, da ist natürlich kein weiteres Zubehör bei, braucht man ja auch nicht. Hier ist noch eine Innenhaltefolie drin. Ach ne, das war der Hauptgestell. So, hier sind die Stecker eingelassen. Nicht am Kabel rausziehen, wenn es geht. Kleinen Adapter. So. So, habe ich jetzt alles befreit. Ja, das sind die beiden Bestandteile der Lieferung eigentlich. So sehen sie aus. JVC Stereo Headphones HARX300. Glänzend hier an der Seite. Hier oben der Bügel. Ja, hier mit Markierung für rechts und links. Das Ganze ist ziemlich leichtes Kunststoff. Ist natürlich auch bei dem Preis gerechtfertigt, sag ich mal. Kabel gehen nur von der linken Ohrmuschel ab, nicht wie bei manchen Künstlichkopfhörern von beiden, die gehen hier nur von einer Seite ab, das ist praktisch weniger Kabelgewirr. Vergoldeter 3,5 Klinkenstecker, 3,5 mm und 5,5 mm oder 5¼ mm sind es, glaube ich, den Adapter für die Anschlüsse an euren Receiver oder wo auch immer. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, brauche ich auch, denke ich, nicht. Soundtest oder sowas kann ich euch, denke ich mal, eher nicht geben. Hier sieht man, die verschmieren schon schnell an der Seite mit der Glanzoptik natürlich. Aber machen ansonsten einen guten Eindruck. Und die Online-Bewertungen, die waren sehr vielversprechend. Vor allen Dingen, weil die Ohrmuscheln hier die Ohren komplett umschließen. Die sitzen nicht nur auf den Ohren auf und verrutschen dann, sondern da rutschen die Ohren komplett rein. Das ist groß genug hier, um die Ohren komplett aufzunehmen. Es sei denn, ihr habt richtige Segelohren. Aber da sollten eigentlich alle Ohren reinpassen. Ja, das erstmal zu meinem kleinen Kopfhörer-Unboxing. Macht's gut, schaltet mal wieder bei mir ein, gebt mir einen Daumen hoch oder hinterlasst einen Kommentar. Das Übliche halt. Ja, ciao.